Hauptkommissar singt im Malzhaus. Der Schauspieler und Musiker Axel Prahl gastierte am 12. Juli auf der Blauner Malzhaus Open Air Bühne. Vor fast ausverkauftem Haus stellte der 51-Jährige sein Debütalbum mit dem Titel Blick aufs Meer vor. Zum einen bin ich am Meer geboren und es sind auch relativ viele maritime Titel dabei, beispielsweise Eine kleine Welle oder Eine wilde Welle. Das sind Sachen, die natürlich mit meiner Kindheit, mit meiner Jugend zu tun haben. Die haben natürlich dann auch Platz in meinen Liedern gefunden. Und weil das Meer schlussendlich auch in meinem Herzen wohnt. Von Rock bis Jazz, das Repertoire von Axel Prahl und dem Inselorchester war riesengroß. Schon als 13-Jähriger träumte der gebürtige Holsteiner von einer eigenen Platte. Später versuchte er sein Glück mit einem Musikstudium auf Lehramt und einer eigenen Band. Heute ist Axel Prahl Schauspieler und zudem ein sehr erfolgreicher. Seine wohl bekannteste Rolle ist die von Hauptkommissar Frank Thiel in der Krimireihe Tatort.